In diesem Video möchte ich dir sehr gerne erklären und erläutern, was es genau mit auf sich hat, wenn sich dein Medium zu Eli im Tierkreiszeichen der Waage befindet. Falls du aber noch grundsätzlich nicht im Bilde bist, was es mit deinem Medium zu Eli auf sich hat, warum der Medium zu Eli ein sehr, sehr wichtiger Winkelpunkt ist und wenn du gerne wissen möchtest, was es mit deiner Berufung auf sich hat, ist der Medium zu Eli nämlich eines der wichtigsten Indikatoren in der Astrologie, um dieses eben herauszubekommen. Ich habe hier schon bereits ein Video verfasst, ein Intro-Video, und bitte dieses, wenn noch nicht passiert oder du noch nicht so ganz im Bilde bezüglich des Medium zu Eli bist, dir anschauen. Das Video extra hier oben für dich verlinkt und dort mal ausführlich erklärt und beschrieben, was es mit dem Medium zu Eli im Allgemeinen auf sich hat. Alright, trotzdem kurzes Warm-up zum Medium zu Eli. Wofür steht der Medium zu Eli und warum ist dieser so unglaublich wichtig? Der Medium zu Eli ist eines der wichtigsten Winkelpunkte und wird abgekürzt in der Astrologie über MC, großes M, großes C. Ja, wenn du schon mal deine Daten eingegeben hast, dann hast du den MC, den IC, den AC, den DC. Ne? Und dein Zodiac ist dann in diese beiden Achsen aufgeteilt. Einmal in den Medium zu Eli, also oben Medium zu Eli, und einmal hier unten Immun zu Eli. Ja? Und da haben wir noch die zwei anderen Winkelpunkte, und zwar einmal den Aszendenten hier und einmal hier den Deszendenten, ne? AC, DC. So, ne? Damit du den erstmal lokalisieren kannst, wo denn überhaupt in deinem Horoskop der MC wiederzufinden ist. Der MC steht, also Medium zu Eli, steht für die Himmelsmitte. Ja? Du musst dir vorstellen, die Sonne geht auf und irgendwann ist die Sonne ganz oben und hat den sogenannten Sonnenhöchststand erreicht. Und da steht so Medium zu Eli für, ja, für den Sonnenhöchststand, für die absolute Reifheit. Sonne gleich Vater, Berufung, wofür du bekannt sein möchtest, ja, wo du vielleicht Ruhm erfahren willst, wo du vielleicht ein Experte werden möchtest. Ne? Der Medium zu Eli hat unglaublich viel damit zu tun, wofür du im Leben, im beruflichen Kontext bekannt sein möchtest. Der Medium zu Eli, die Eigenschaften des Mediums zu Elis werden oft mit den Eigenschaften des Aszendenten verwechselt, aber wir haben hier gravierende Unterschiede, es gibt aber auch Ähnlichkeiten. Ne? Beim Aszendenten ist es so, ich finde eine gute Eselsbrücke ist es, stell dir vor, wenn jemand in den Raum reinkommt und du das erste Mal diese Menschen gesehen hast, kriegst du den Aszendenten erst einmal mit. Und der Medium zu Eli hat einen ähnlichen Charakter, aber weniger in intensiven oder zwischenmenschlichen 1:1 Beziehungen, als vielmehr nicht, wenn du in einen Raum gehst, wie du wirkst, sondern wenn du einen gewissen Namen hörst oder wenn man deinen Namen irgendwo hört, ohne dass du irgendwo in einen Raum tretest, und welche beruflichen Dinge man mit dir sogleich assoziiert oder welchen Ruf du im Allgemeinen hast. Dafür steht der Medium zu Eli. Medium zu Eli, die Medium zu Eli-Eigenschaften sind meistens immer so im etwas höheren, reiferen Alter, weil Medium zu Eli läutet quasi das 10. Haus ein, ist die Häuserspitze des 10. Hauses und hat somit sehr starke Steinbock-Qualitäten, Saturn-Qualitäten und steht für Zeit und Reifheit. Wie viel Zeit du, oder du brauchst viel Zeit, um irgendwo ein Experte und sehr gut zu werden, um dann entsprechend Reifheit zu erfahren, um dann infolgedessen deinen beruflichen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten, und eben im idealen Falle bist du dann eben auch dafür bekannt für deine Expertise. Genau, Beispiel zum Beispiel, bei mir ist so Medium zu Eli in Wassermann und meine Sonne ist auch direkt am Wassermann, meine Sonne ist direkt am Medium zu Eli, und das ist schon eine sehr, sehr starke Medium zu Eli Position, und ich bin jetzt irgendwie immer bekannter für die Astrologie, weil das eben meine Berufung ist, ne? So in etwa zu verstehen. Bevor wir nun auf den Medium zu Eli eingehen, ist es total wichtig, dass wir erst einmal abchecken, wo du überhaupt herkommst. Ne? Medium zu Eli ist das irgendwie im höheren Alter, Berufung, so. Ich bin der Meinung, so mindestens ab 30, ich glaube davor, ach, schwierig, dass du das dann mitbekommst, so ab 30 geht es langsam los, ich bin der Meinung, so um 40 spürst du das auf jeden Fall, die Medium zu Eli Eigenschaft. Wenn du zu jung bist, kriegst du das noch nicht so mit. Ne? Aber es wäre trotzdem cool und schlau von deiner Seite aus, wenn du noch sehr jung bist, mal deinen Medium zu Eli abzuchecken und mal so vielleicht zu überlegen, was dich in Zukunft so erwartet. Ne? Genau, aber wir haben einen anderen sehr, sehr wichtigen Winkelpunkt, und das ist
der genau gegenüberliegende. Also Medium zu Eli und der gegenüberliegende ist Immun zu Eli. Und dieses Video handelt von Medium zu Eli im Tierkreiszeichen der Waage, bedeutet, dass dann automatisch eben auch dein Immun zu Eli, das ist der genau gegenüberliegende Winkelpunkt, der Immun zu Eli ist, abgekürzt IC. Okay? Und läutet das vierte Haus ein und steht für die vierte Häuserspitze. Okay? Und das vierte Haus hat mit dem kompletten Gegenteil des Medium zu Eli zu tun. Ja? Das ist so mehr das Krebsprinzip. Nochmals, Medium zu Eli, Steinbockprinzip, Immun zu Eli, Krebsprinzip. Zuhause, Wurzeln, Intimität, Mutter. Wie du dich quasi zu Hause in deiner Intimsphäre verhältst, und diese Eigenschaften zeigst du nur deinen sehr vertrautesten, intimsten Menschen. So. Und zeigt aber auch auf, wie du quasi erzogen worden bist oder was für eine Kindheit du genossen hast. Ne? Und nochmals, wenn dein Medium zu Eli in Waage ist, ist es automatisch so, dass dein Immun zu Eli jetzt in Widder ist. Und das sorgt dafür, lass uns mit dem Immun zu Eli anfangen, weil das macht meiner Meinung nach am meisten Sinn, erstmal abzuchecken, wo du überhaupt herkommst. Wurzeltechnisch, ne? Weil vierte Haus, Wurzeln, back to the roots. Okay, in Widder bedeutet, dass dich das zu einem sehr, sehr draufgängerischen Kind gemacht hat und du meiner Meinung nach in recht frühen Jahren schnell lernen musstest, selbstständig zu sein. Selbstständig zu sein, dich durchzusetzen, proaktiv Widerstände zu überwinden und quasi das alles so nach deiner Pfeife tanzt, ne? Auch zu Hause. Tatsächlich zu Hause. Ne? Was heißt auch? Also zu Hause, in deiner Privatsphäre, bei dir zu Hause, muss alles und jeder nach deiner Pfeife tanzen, mit Immun zu Eli in Widder, und bist sehr, sehr so, ich finde, das ist ein totaler süßes Kind, weil A, draufgängerig, B, mutig, C, lässt sich nicht so einfach was sagen, auch mit anderen Kindern macht dich das zu einer sehr draufgängerischen Person, die quasi so auch andere Kinder so ein bisschen, ja, wie sagt man, überrumpelt, ja, und so eine Art Anführerin oder Anführer war in der Kindheit, ne, so, und sich relativ schnell, hart und so aller Widder durchgesetzt hat, ne, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hast in der Kindheit und eben genau deswegen du Aufsehen erregen musstest, damit du eben diese Aufmerksamkeit bekommst. Ganz wichtig, bitte, ich kann es nicht oft genug wiederholen, du bist natürlich nicht nur dein Medium zu Eli und dein Immun zu Eli. Ja? Wenn dein Medium zu Eli zum Beispiel jetzt in Waage ist, dann wäre es zum Beispiel schlau, mal abzuchecken, wo sich der Herrscherplanet deines Medium zu Eli, nämlich in dem Fall Waage gleich Venus befindet. In welchem Haus, in welchem Tierkreiszeichen, wie wird dieser Himmelskörper von anderen Himmelskörpern aspektiert und so weiter. Oder Immun zu Eli. Immun zu Eli im Widder haben wir den Herrscherplaneten Mars. Wo steht dein Mars in deinem Horoskop? Wie wird dieser aspektiert und so weiter. Bitte, dieses Video ist nicht isoliert zu betrachten. Das ist schon gut, so eine pauschale Information bezüglich des Medium zu Elis, aber bitte immer ganzheitlich abchecken. Mein Name ist Ryan Bartlener, ich bin Astrologe und möchte dir in diesem, meinem Kanal, alles über die Astrologie beibringen, weil ich der Meinung bin, dass die Astrologie das stärkste, effizienteste, mächtigste Werkzeug dahingehend ist, um dich einfach selbst zu erkennen, um herauszubekommen, wer du wirklich bist. Um mächtig zu werden, um in deine Kraft zu kommen, aber nicht mächtig so, andere zu dominieren oder andere zu benachteiligen, sondern einfach in deine Kraft zu kommen, deine beste Version zu werden, weißt du? Und deswegen, weil die Astrologie dir meiner Meinung nach am besten aufzeigen kann, wo sich deine zum Beispiel Verletzungen befinden, wo sich deine Schwächen befinden, aber auch, wo sich deine Stärken befinden, aber eben auch, wo sich zum Beispiel jetzt wie in diesem Video vielleicht deine Berufung entwickeln könnte oder wie sich deine Berufung entwickeln könnte. Ja?
wo aber auch deine Schatten, deine Traumata, deine Blockaden sind, um diese infolgedessen aufzulösen, um dann eben an deine latenten Talente, Fähigkeiten und großen Potenziale zu kommen, um diese dann gekonnt in dein Leben zu bringen, diese in dein Leben zu integrieren, um infolgedessen ein sehr starkes, gesundes, solides, friedliches, selbsterfülltes und selbstbestimmtes Leben leben zu dürfen. Die Astrologie kann ja sogar tatsächlich die Frage beantworten, warum sich deine Seele dieses Seelenleben hier ausgesucht hat. Unglaublich. Also ich bin immer wieder auf ein neues, total perplex überrascht, wie krass das meistens und zutrifft, weil ich sage meistens, weil hier immer auch die anderen Himmelskörper hier zu berücksichtigen sind. Ne? Wie zum Beispiel hat das mit sehr stark deinem nördlichen Mondknoten zu tun. Und nur, wenn du jetzt weißt, wo dein nördlicher Mondknoten sich befindet, ist das auch noch nicht final. Bedeutet, auch das ist wichtig, wo befindet sich dann die Herrscherplaneten, wie werden diese aspektiert und so weiter. Falls du aber nicht die Geduld, die Muße haben solltest, dir all das astrologische Fachwissen dir selber beizubringen, kannst du natürlich einen sehr schlauen, direkten und cleveren Weg auf mich direkt zusuchen, weil ich aufgrund meiner mittlerweile 12 Jahre langen astrologischen Erfahrung sowohl 1:1 als auch paarastrologische Beratung anbiete. Wenn dich das interessieren sollte, check das gerne ab. Gerne hier unten in der Videobeschreibung. Dort findest du meine Kontaktdaten. Kontaktiere mich und wir beide vereinbaren einen solchen Beratungstermin. Weil aber eine persönliche astrologische Beratung nun mal eben was sehr Persönliches ist, ein Mindestmaß an Vertrauen, aber vor allen Dingen ein gutes Gefühl vonnöten ist, habe ich jetzt schon seit einiger Zeit etwas ins Leben gerufen. Und zwar biete ich dir hiermit ein kostenloses, unverbindliches, 15-minütiges Kennenlernen-Erstberatungsgespräch Video an und habe eigens dafür, wie gesagt, ein Video verfasst, das Video extra hier oben für dich verlinkt und dort nochmal ausführlich erklärt und beschrieben, was es genau mit meiner Person auf sich hat, wo ich herkomme, warum ich das hier tue, was ich tue, warum ich ganz besonders gut bin in dem, was ich hier tue und worin hier der ganz große Mehrwert für dich liegt. Wenn euch das interessiert, check das gerne ab, kontaktiere mich gerne und wir beide vereinbaren einen solchen eben unverbindlichen, kostenlosen Ersttermin. Trotzdem würde ich gerne wissen, was du bis jetzt mit dem Medium zu Eli in Waage für praktische Erfahrungen sammelt hast. Bitte teile deine praktischen Erfahrungen und dein Wissen mit unserer Community und hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und deine Unterstützung sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du natürlich herzlichst willkommen in unserer immer größer werdenden, tollen Community. Abonniere gerne diesen meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe, damit du ja keines meiner weiteren Videos mehr verpassen wirst. Alright, weiter im Text, Medium zu Eli in Waage. Ich habe relativ viele Erfahrungen mit dieser Position. Ich konnte schon einige Menschen beraten, die diese Position haben. Und ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben hat auch diese Position. Und dieser Mensch konnte mir das total bestätigen. Und bin mir auch sicher, dass dieser Mensch sich jetzt sehr freut darüber, dass ich dieses Video jetzt hier mache. Und hoffentlich dieser Mensch jetzt noch mehr und noch besser mit diesen Informationen umgehen wird können. Okay, nochmal zurück. Immun zu Eli, Wurzeln, da waren wir stehen geblieben. Medium zu Eli in Waage heißt Immun zu Eli in Widder, heißt ein sehr draufgängerisches Kind zu Hause, sehr durchsetzungsstark, rebellisch auch irgendwo. Einfach sehr, sehr durchsetzungsstark. Es musste alles nach deiner Pfeife tanzen. Ja, irgendwie total süß, finde ich diese Stellung. Vielleicht, weil ich so ähnlich war und mein Immun zu Eli in Löwe ist. Genau, und du musst es relativ schnell dich einfach durchsetzen und durchpowern und einfach relativ schnell lernen, dominant und selbstständig zu sein. Vor allen Dingen selbstständig, ja, dein Ding durchzuziehen. Ja, alles musste so laufen, wie du es wolltest. Also einen sehr, sehr starken Willen, ein sehr starkes Selbstvertrauen. So, total interessant, ne? Dass Kinder mit Immun zu Eli einfach mit schon einem super krassen, starken Selbstvertrauen geboren wurden. Ne? Aber so mit der Zeit wechselst du von Immun zu Eli zum Medium zu Eli. Ja, der Übergang ist fließend und immer mehr machen sich die Waagequalitäten bemerkbar bei der Person, von der ich gerade geredet habe. Weil diese Person ist auch Sternzeichen Waage und sehr, sehr stark Waage geprägt, weil die Sonne eben auch direkt an dem Medium zu Eli von Waage ist. Im Übrigen, diese Position ist ähnlich zu vergleichen wie
wenn der Saturn im siebten Haus wäre oder wenn der Saturn direkt an der Sonne ist, aber die Sonne direkt in der Waage. Das ist auch eine ähnliche Position. Du siehst, es ist etwas komplexer, die Nummer. Genau. So, und mit der Zeit merkst du aber, dass du alleine nicht so viel schaffst, wie als wenn du mit Menschen kooperierst, mit anderen kooperierst. Da draußen merkst du, laufen die Dinge nicht mehr so, wie du es von zu Hause gewohnt bist. Obwohl ich bin der Meinung, auch sogar als kleines Mädchen, als kleiner Junge oder als Kind, dass du dich da auch im Kindergarten oder ich bin auch der Meinung, sogar noch die Grundschule aller widdermäßig heftigst durchgesetzt hast. Du aber dann im Laufe deines Lebens merkst, ich glaube, es ist irgendwie, ich komme zwar so an meine Ziele, aber du realisierst einfach, dass es schlauer ist, mit anderen zu kooperieren, harmonischer mit anderen umzugehen, weil man gemeinsam mehr hinbekommt als alleine. Und du aufgrund dessen dann realisierst, okay, die Gruppe ist irgendwie stärker, dynamischer, gemeinsam, wenn wir einen Konsens finden, gemeinsam in eine Richtung zu gehen, geht einfach viel schneller. Und man ist auch viel effizienter und vor allen Dingen schneller erfolgreich am Ziel. Ne? Und aufgrund dessen lernst du im Laufe deines Lebens sehr, sehr starke Waagequalitäten, um eben immer mehr einen Konsens zu finden. Ne? Das war jetzt gerade der Imozueli in Widder. Jetzt möchte ich auf den Mediumzueli im Tierkreiszeichen der Waage eingehen. Also, du lernst immer mehr Diplomatie, Harmonie, mit anderen dich zu verbinden, Kompromisse einzugehen, einen Konsens zu finden, beide Seiten der Medaille zu beleuchten, zu vermitteln, unter Parteien, unter Gruppen zu vermitteln. Entschuldige, nicht so unter Gruppen, vielmehr unter intensiven zwischenmenschlichen 1-zu-1-Beziehungen. Zum Beispiel im Beruf. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel diese Position hast und du arbeitest irgendwo und du merkst aber, da verstehen sich jetzt zwei Menschen nicht so gut, ne? Da schaffst du es irgendwie ziemlich gut, hier Menschen zu verbinden. Oder Streitereien zu schlichten, ja, weil du beide Seiten verstehst, du sehr fair bist, weil die Waagequalität wird eben symbolisiert von der Waage und die Waage steht auch für eben einmal den Ausgleich, Harmonie, aber eben auch für die Gerechtigkeit. Ne? Ist nicht zufällig gewählt vor den meisten Gerichten dieser Welt, dass dort eine Frau mit einer Waage aufgestellt ist, die aber die Augen verbunden hat, bedeutet recht unparteiisch, einfach nur gerecht alles auf die Waage legt und dann am Ende ein gesundes, gerechtes Fazit zu ziehen. Und das aber auch beiden sehr diplomatisch näher zu bringen. Das ist eine sehr tolle Position. Im Übrigen, Mediumzueli in Waage, meiner Meinung nach, ist erhaben. Ja? Das liegt deswegen daran, weil, du kannst dir vorstellen, der Herrscherplanet des MCs, nicht in Waage, sondern im Allgemeinen, ne? MC, Mediumzueli, wird von Saturn und Steinbock regiert. Ja? Und Saturn im siebten Haus zum Beispiel, oder im Tierkreiszeichen der Waage, ist erhaben. Und aufgrund dessen ist diese Position sehr, sehr vorteilhaft in der Berufung, in der Karriere, weil die Steinbock-Saturn-Qualitäten recht forsche, auch härtere, kühlere, distanziertere Qualitäten hat. Ne? Und die Waage, die harmonisiert das jetzt. Ne? Und harmonisiert aber auch nicht zu viel und passt sich jetzt auch nicht zu viel an. Ne? Weil die Saturn-Qualitäten wollen trotzdem praktisch an ihr Ziel kommen, effizient was voranbringen. Ne? Auf der einen Seite jetzt hier harmonisch, ja, untereinander vermitteln, aber auf der anderen Seite aber auch trotzdem den Kurs weiter vorgeben, dass man auch das Ziel nicht mehr aus den Augen verliert. Ich bin der Meinung, mit dieser Position hast du es wie kaum jemand anderer drauf, Win-Win-Situation zu kreieren. Es ist eine sehr geschäftstüchtige Position, aber es ist weniger eine geschäftstüchtige Position als vielmehr eine geschäftseffiziente Position. Mit effizient meine ich, dass du das unglaublich starke Potenzial hast, einfach untereinander zu vermitteln und zum Beispiel dafür zu sorgen, dass alle an einen Strang ziehen und man aufgrund dessen viel schneller an seine Ziele kommt. Gemeinsam, in der Gruppe. Aber nicht, dass du jetzt die ganze Gruppe regelst, sondern du kontrollierst, wenn es da so Unregelmäßigkeiten in der Gruppe gibt. Wenn irgendwie zwei Leute in dieser Gruppe sich nicht gut verstehen. Vor allen Dingen eben im Beruf. Ja? Da, wo du eben arbeitest. Macht dich das zu einem sehr harmonischen, diplomatischen Menschen. Ja? Der sehr gut dabei ist,
bei Streitereien beide Standpunkte zu beleuchten und hier sehr tolle, faire, korrekte Win-Win-Situationen zu kreieren. Ich bin der Meinung, das macht dich zu einem sehr, sehr starken Führer. Also du hast hier sehr, sehr starke Führungsqualitäten, weil du eben mit der Widderenergie geboren wurdest. Das heißt, du bist schon eigentlich der geborene Anführer, ja? Hast aber dann mit dem Leben, mit der Zeit erleben und erfahren dürfen, dass es besser ist, harmonisch mit anderen zu kooperieren, um eben noch stärker und mächtiger die Dinge voranzubringen. Ne? Sehr, sehr, ist eine sehr tolle Position, wie gesagt, ne? Wenn wir hier keine herausfordernden Aspekte von anderen Himmelskörpern haben. Zum Beispiel, wenn der Chiron jetzt direkt an dem Medium zu Eli ist, wird sich das direkt ganz anders verhalten. Ne? Oder wenn jetzt zum Beispiel der Herrscherplanet, in dem Fall Medium zu Eli in Waage ist, der Herrscherplanet die Venus, und wenn jetzt der Chiron an deiner Venus ist, fällt sich das auch wieder anders. Oder jetzt total hart, wenn der Saturn im Spannungsquadrat, das 90 Grad, zu deiner Geburts-Venus oder zu deinem Medium zu Eli steht, und schon sieht es wieder ganz, ganz anders aus. Ja? Kann ich oft genug wiederholen. Okay, aber nochmal zurück jetzt zum Medium zu Eli in Waage. Macht dich das sehr harmonisch, sehr, vor allen Dingen auch, weißt du, die Waage-Eigenschaften sind ja auch sehr ästhetisch, ne? Weil der Herrscherplanet ist die Venus, und Venus steht für Schönheit, Glück, Erfolg, Reichtum, Ästhetik, Geld, aber im Waage-Kontext mehr so Charme, Anmut, Schönheit, Benehmen, ein akkurates Benehmen, wie man sich richtig Menschen gegenüber verhält, Etikette, ne, so anständiges Benehmen. Ne? Ich muss bei dieser Position ganz stark an einen ganz bestimmten Menschen in der Politik denken. Im Übrigen, das ist eine sehr politische Position, ja? Weil in der Politik ist es sehr, sehr wichtig, sehr diplomatisch, intelligent zu vermitteln und quasi als Repräsentant sich gut zu verkaufen und einfach die Qualitäten zu haben, dass man relativ schnell gemocht wird, weil man zum Beispiel als Stellvertreter für ein Land ausgesandt wird. Ne? Oder wenn man mit anderen Ländern jetzt kooperieren möchte und hier diplomatische Fähigkeiten an den Tag bringen muss. Und ich muss bei dieser Position sehr, sehr stark an Wladimir Putin denken. Der hat zwar nicht diese Position, aber er hat die Sonne in Waage und der Saturn ist direkt an seiner Sonne. Und die Sonne ist eben auch im 11. Haus. Ne? Das ist beides Luft, Luft. Und dann auch noch, beobachte mal, check mal den Putin ab. Ne? Also bitte, ich bin jetzt kein Riesenfan von dem Putin und ich möchte jetzt auch nicht politisch werden, ja? Sondern einfach nur isoliert betrachtet, ohne politisch zu sein, bin ich der Meinung, der Putin hat eine super krasse Karriere hinter sich gebracht. Und check mal ab, wenn der mal so Pressekonferenzen hält. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend, wie der mit den Journalisten kommuniziert. Sehr respektvoll, sehr höflich, bietet ihnen sogar was zu trinken oder zu essen an oder will, besteht darauf zu gucken, haben sie auch alle genug zu trinken, gibt es auch was zu essen. Sehr charmant, sehr liebevoll und sowas leicht zurückhaltend, schüchternes, ne? Aber sehr korrekt, finde ich, in der Kommunikation und hat unglaublich krasses Wissen. Ne? Waage Qualitäten ist auch dem Element der Luft zugehörig und Luft hat sehr viel mit Geist, Wissen, Intellektualität zu tun, was dich auch sehr dem Wissen zugewandt macht. Ja? Und Wladimir Putin ist meiner Meinung nach irgendwie so eine wandelnde Enzyklopädie. Ne? Also weil er irgendwie so viel Wissen, weil ich finde das total krass, muss mal abchecken, wenn er die Pressekonferenzen hält, wenn die Journalisten sehr, sehr provokante Fragen stellen und der Putin einen jeden von denen abholt und den einfach total charmant, ganz entspannt platt macht. Mit platt machen meine ich einfach nur komplett alle Beschuldigungen entkräftet mit Fakten, Zahlen, Daten, Fakten. Ne, deswegen meine ich Enzyklopädie, der wirft mit Zahlen um sich, als wenn er irgendwie unendlich viele Geschichtsbücher gelesen hat und irgendwie komplett alles in seinem Kopf hat. Ne? Du siehst auch kein Skript bei ihm vorliegen, du siehst keinen Knopf oder sowas. Und ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Ne? Und genau das ist so ein bisschen diese Position. Ne? Dass
auf der einen Seite bist du sehr charmant, sehr zuvorkommend, sehr diplomatisch, aber auf der anderen Seite sollte man dich besser auch mal nicht unterschätzen. Ne? Und ich bin der Meinung, wenn du den Putin zum Beispiel in der Pressekonferenz sehen würdest, bin ich der Meinung, und du würdest nicht wissen, wer er ist, du würdest es nicht wissen, bin ich der Meinung, würdest du ihn gänzlich unterschätzen. Du würdest nicht glauben, dass das ein Mann von unglaublicher Macht ist und man sich mal besser nicht mit diesem Mann anlegen sollte. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte hier nicht parteiisch sein, jetzt pro Putin oder so. Ich möchte den jetzt einfach erstmal nur so, wie er in der Außenwelt menschlich dargestellt wird, hier beleuchten und den Zusammenhang mit Medium zu Eli in Waage bringen. Ne? Und das meine ich eben. Und das ist bei dir eben genauso. Und das ist auch bei der Person, von der ich hier gerade geredet habe, der Fall. Ne? Super harmonische, liebenswerte, super stark Waage geprägter Mensch. Ne? Aber so privat kann es dann auch mal sein, dass dann auch mal die Sachen so laufen müssen, wie diese Person das gerne hätte. Ne? Und dann auch vielleicht relativ schnell dann mal eingeschnappt ist und sagt, nee, aber warum ist das jetzt nicht so? Ich will das jetzt so. Aber interessanterweise dann kurz danach dieser Mensch realisiert, oh, ich glaube, das war jetzt nicht so, das war ein bisschen zu egoistisch jetzt von mir. Und ich glaube, ich habe hier unnötig viel Druck ausgeübt. Dieser Mensch, wenn er das jetzt hört, wird genau wissen, wovon ich jetzt gerade rede. Genau. Und das ist eben auch so. Ne? Das ist eben auch so. Und ich bin der Meinung, im Laufe des Lebens lernst du immer besser und effizienter, mit anderen Menschen zu interagieren, zu kommunizieren, einen Konsens herbeizuführen und irgendwie Diplomatie, ne? Mit mehreren etwas voranzubringen und super starke Führungsqualitäten, das heißt alle gemeinsam in einer Gruppe oder in vielleicht sogar deiner Company, weil wie gesagt, das sind sehr, sehr starke Führungsqualitäten. Entweder wirst du selbstständig oder du arbeitest irgendwo und hast aber hier eine sehr starke Führungsposition und hast Verantwortung und diese Position ist hervorragend dafür. Weil du hier auch sehr gewissenhaft bist, sehr integer bist und du die Dinge à la Waage, wie ich schon gesagt habe, korrekt und gerecht haben willst. Ja? Und niemanden über Vor- oder Nachteilen möchtest. Ne? Und deswegen bist du auch sehr, sehr liebenswert. Man liebt dich einfach, man mag dich einfach. Es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dich nicht zu mögen. Ne? Vorausgesetzt, wir haben hier keine herausfordernden Aspekte. Ebenfalls macht dich das auch sehr anmutig. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du attraktiv bist, dass du charmant bist, attraktiv bist, sehr starken guten Geschmack hast, sehr gebildet bist, intellektuell bist, Etikette magst, stilvolle, luxuriöse Dinge liebst, diese auch in dein Leben holst, andere unglaublich gut auch verwöhnt oder sich sehr gut um zum Beispiel Mitarbeiter zu kümmern, ja? Und sehr gut darin zu sein, einfach Atmosphären zu kreieren, indem man sich unglaublich wohlfühlt, weil es so harmonisch ist, indem du zum Beispiel dafür sorgst, dass irgendwie gute Musik läuft, dass es gut riecht und so weiter, ne? Dass einfach sich einfach Menschen sich in deiner Nähe unglaublich wohlfühlen. Ich kenne einen anderen Menschen, der hat nicht genau diese Position, aber der hat eine recht ähnliche Position. Sein Saturn ist gegenüber des Aszendenten, also im Deszendenten. Ne? Der Deszendent ist das siebte Haus, das Haus der Waage. Ne? Und wenn du diesen Menschen kennenlernst, sehr angenehmer, charmanter Mann, sehr angenehm mit diesen Menschen zu reden, aber wenn du weißt, was ich weiß, ein brandgefährlicher Mensch, jemand, der sehr, sehr, sehr viel in der Unterwelt zu sagen hat und unglaublich krass mafiös strukturiert ist, nicht falsch verstehen, ich bin nicht tight mit denen, aber ich kannte diese Menschen früher mal, ne? Also ein sehr gefährlicher Mafioso, kann man sagen, tatsächlich. Aber wenn du diese Menschen kennenlernen würdest, ne, dann würdest du das niemals glauben, dass dieser Mensch so brandgefährlich ist und dass er einen richtig krassen Rücken hat und Menschen einfach beauftragen könnte, ne, die etwas zu tun. Total abgefahren. Ne? Und der ist total angenehm, charmant. Ne? Und irgendwie hat dieser Mensch es drauf gehabt, Menschen um seinen Finger zu wickeln. Ne? Und hatte sehr, sehr viel Verantwortung für viele Menschen. Zum Beispiel, auch diese Position kann das so implizieren. So ähnlich, ne? Ist ähnlich wie Medium zu Eli in Waage.
Berufszweige, die hier passen könnten, meiner Meinung nach Manager, selbstständig, aber selbstständig mit anderen Menschen. Das heißt, mit anderen Menschen kooperieren, das heißt Vertrieb, super im Vertrieb, super darin als Repräsentant für eine Firma, für eine Marke ausgesandt zu werden, in der Kosmetikbranche, super für die Kosmetikbranche, alles was mit Schönheit, Grazie, Anmut, Ästhetik zu tun hat. Aber auch mit Finanzen und Geld, großen Geschäften. Alles da, wo die Kommunikation, Schönheit und Ästhetik wichtig sind. Und wo es wichtig ist, dass du hier deine politisch-diplomatischen Fähigkeiten einbringen kannst. All diese Arbeiten wären sehr, sehr gut für dich. Und wie gesagt, unglaublich stark ausgeprägte Führungsqualitäten. Alright, das war's soweit erst einmal. Trotzdem würde ich gerne wissen, was du bis jetzt mit Medium zu Eli in Waage für praktische Erfahrungen gesammelt hast. Bitte teile deine praktischen Erfahrungen und dein Wissen mit unserer Community und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich natürlich über einen Daumen und deine Unterstützung sehr, sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden möchtest, bist du natürlich herzlichst willkommen. Abonniere gerne diesen meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe. Schön, dass du hier warst. Dein Ryan. Bis zum nächsten Mal.